Moin moin und herzlich willkommen zum Lesemonat März 2021. In diesem Video möchte ich euch mal wieder meine gelesenen Bücher in dem Monat vorstellen oder auch die gehörten Bücher. Aber bevor es losgeht, ganz kurz zur kleinen Statistik. Es ist jetzt nicht so viel gewesen in diesem Monat, dennoch war die Qualität der Bücher wieder sehr, sehr gut und das setzt sich einfach in diesem Lesejahr bisher fort und das finde ich sehr, sehr schön, dass da sehr, sehr wenig Flops dabei sind, wenn überhaupt, und dass mir viele Bücher sehr gut gefallen. Das heißt, meine Auswahl ist sehr präzise und das trifft dann meinen Geschmack und das freut mich natürlich umso mehr, als dass ich viel, viel lesen würde, was vielleicht gar nicht so sehr meinen Geschmack treffen würde. Ja, also ich habe 4 Bücher beendet. Und 2 weitere Bücher habe ich entweder weitergelesen oder begonnen. Ich hatte tatsächlich nur 2 Neuzugänge und somit hat sich mein Stapel ungelesener Bücher hier zu Hause auch wieder ein bisschen minimiert. Zwar nicht sehr viel, aber immerhin von 44 auf 42 Bücher. Und vielleicht schaffe ich es ja im nächsten Monat, dann endlich mal unter die 40er-Grenze zu kommen. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Das ist dann wieder ein kleiner Meilenstein in meinen Vorsätzen für das Jahr 2021, meine ungelesenen Bücher hier ein bisschen zu reduzieren. Da wartet einfach so viel Tolles noch auf mich, deswegen ja, möchte ich diesen Vorsatz auf jeden Fall weiter verfolgen. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Ich habe zunächst ein Buch beendet, was ich aus dem Februar mitgenommen habe. Das habe ich euch jetzt auch in ganz, ganz vielen Videos schon gezeigt. Und zwar ist das Die stillen Gefährten von Laura Purcell. Das ist eine viktorianische Geistergeschichte, die irgendwie wie ein klassischer Horrorroman anmutet. Dabei ist das eigentlich eine neue Geschichte, aber es geht halt total in diesen Stil, in diese klassische Schauerliteratur, die sehr viel mit Atmosphäre spielt und eben nicht mit blutiger Action. Und das hat mir sehr gut gefallen. Wenn ihr dazu noch mehr wissen möchtet, was zum Inhalt oder wie das Buch mir gefallen hat. Ich kann euch sagen, das Buch hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte aber doch einige Kritikpunkte und die erkläre ich euch in der Rezension. Nur so viel sei gesagt, es geht hier um eine, ja, um eine Witwe, die ja eigentlich ganz frisch verheiratet war gerade und mit ihrem Ehemann dann auf ein Anwesen auf dem Land ziehen sollte. Mittlerweile ist sie sogar schwanger von ihm, aber wie gesagt, er lebt jetzt nicht mehr. Sie zieht trotzdem auf dieses Anwesen und dort geschehen seltsame Dinge, seltsame Geräusche und es gibt seltsame Holzfiguren, die diese stillen Gefährten eben darstellen. Wir befinden uns hier auf verschiedenen Zeitebenen, im 18., nee, im 19. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert und ja, so viel dazu, mehr dann in der Rezension. Ich habe schon so viel dazu gesprochen, dass ich das jetzt nicht alles nochmal wiederholen möchte. Dann habe ich ein weiteres Buch aus dem Februar mit in den März hineingenommen. Da habe ich schon im letzten Lesemonat kurz etwas zu gesagt, aber halt auf diesen Lesemonat verwiesen, weil ich eben noch nicht ganz fertig war. Und dazu möchte ich jetzt einiges sagen, weil ich dazu jetzt keine extra Rezension hochgeladen habe, aber dazu habe ich einiges zu sagen. Und zwar ist das Odins Kind von Siri Patterson. Das ist der erste Teil der Rabenringe-Trilogie und wir haben das gemeinsam in unserem All You Can Read Buchclub gelesen. Und das ist ja immer etwas Besonderes, weil wir uns über diese Bücher wirklich sehr intensiv austauschen und wirklich sehr intensiv, ja, mit dem Buch beschäftigen. Und das macht natürlich das Lesen eines Buches noch intensiver und noch schöner, weil man das dann auch mit den Menschen verbindet, mit denen man das liest. Ich habe mich da sehr drauf gefreut, weil das war ein Vorschlag von mir und ich habe mich extrem drauf gefreut, mal wieder in eine High-Fantasy einzutauchen. Noch dazu in eine norwegische High-Fantasy, also Siri Patterson ist eine Norwegerin und bisher habe ich High-Fantasy aus Norwegen noch nicht gelesen und das Ganze spielt auch eben so ein bisschen in diesem Setting mit norwegischer oder nordischer Mythologie.
Und das hat mich total angesprochen. Ich finde auch, das Cover ist sehr außergewöhnlich. Es ist eben im Arktis Verlag erschienen. Auch der ist, glaube ich, nicht in aller Munde, aber bringt wirklich sehr, sehr schöne Bücher auch heraus. Und ich finde, das Design hat schon etwas sehr ja, Pures und Raues. Und hier mit so einer schönen Karte. Wir treffen hier auf Hirka und Hirka wohnt im Imsland. Im Imsland wohnen die Imlinge und alle Imlinge haben einen Schwanz, der hier auch abgebildet ist. Nur Hirka hat keinen. Ihr wird immer gesagt, dass der Schwanz ihr abhanden gekommen ist bei einem Unfall, einem Kampf mit Wölfen. Und die Wölfe haben ihr den Schwanz abgebissen. Sie hat tatsächlich auch Narben am Rücken, die das beweisen. Doch irgendwann, als sie 15 Jahre ist, erfährt sie von ihrem Vater, dass sie ein Odinskind ist. Das bedeutet ein Mensch und Menschen haben keine Schwänze. Menschen werden im Imsland von den Imlingen jedoch ja gefürchtet, beziehungsweise sind eigentlich Mythenfiguren, wo man gar nicht genau weiß, sind die eigentlich tatsächlich echt? Gibt es die tatsächlich? Und sie werden halt ja gefürchtet, abgelehnt und verachtet. Und deswegen muss Hirka das geheim halten, dass sie ein Odinskind ist. Erschwerend kommt jedoch hinzu, dass mit 15 Jahren alle Imlinge zu einem sogenannten Ritual gehen müssen, um in die Gesellschaft eingeführt zu werden, aber auch um den Segen des Sehers zu bekommen, den Schutz des Sehers. Und dazu müssen sie ihre Gabe benutzen. Jedoch haben Odins Kinder, beziehungsweise Hirka, hat keine Gabe und kann nicht umarmen, so nennen sie diese Gabe, wenn sie diese Gabe benutzen. Und sie dachte immer, dass sie ja einfach nicht begabt genug ist oder sich nicht genug anstrengt. Aber jetzt, wo sie weiß, dass sie ein Odinskind ist, ja, kann sie sich natürlich vorstellen, dass es daran liegt, dass sie die Gabe nicht nutzen kann. Und jetzt heißt es fliehen. Oder sich irgendetwas ausdenken, irgendeinen Trick ausdenken, um dieses Ritual, ja, um durch dieses Ritual durchzukommen. Sie hat einen alten Jugendfreund, und zwar ist das Rime, den sie ja nach mehreren Jahren Pause wieder trifft und er möchte ihr ein wenig helfen. Er ist einer aus einer sehr, sehr elitären Familie, die hoch angesehen ist. Und er hat einigen Einfluss und vielleicht kann er ihr ja auch ein bisschen helfen. Ja, soweit zu der Geschichte. Das ist natürlich nur der Anfang und es weitet sich natürlich viel mehr aus in dieser Geschichte. Ich kann euch sagen, dass es für mich wirklich ein ganz, ganz tolles Buch war mit sehr, sehr vielen Ideen und sehr vielen Aspekten in der Geschichte, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Ich finde, die Autorin schafft es hier sehr gut, einen bei der Stange zu halten, alleine einfach nur, weil man danach lechzt, mehr Informationen über die Welt, über Hirka, über ihre Vergangenheit, über, ja, über einzelne Details in dieser Welt erhalten zu wollen. Und sie gibt einen aber immer nur häppchenweise von diesen Infos und lässt einen immer so ein bisschen an der langen Leine und so ein bisschen fast schon immer verhungern, aber gibt einen dann doch immer genug, dass man bei der Stange bleiben möchte. Also so richtig Show, don't tell. Also sie hat jetzt irgendwie keine Erklärungsblocks, wo jetzt erstmal hier die Welt erklärt wird oder die Magie oder die Politik hier drin oder die verschiedenen Völker. Das muss man alles erst nach und nach mitkriegen und sich selbst zusammenreimen. Ich kann verstehen, dass das manchen vielleicht ein bisschen sauer aufstößt und dass das vielleicht auch ein bisschen frustrierend sein kann. Ich fand es nachher auch manchmal so ein bisschen an der Grenze, aber zum Anfang fand ich das richtig toll, dass sie uns das immer nur so häppchenweise gegeben hat und dass wir sozusagen die Welt erst selbst erleben müssen und dadurch Erkenntnisse bekommen über diese Welt. Ja, und Hirka als Person, als Protagonistin ist einfach grandios gewesen. Ich finde sie so toll und beneidenswert, wie schlagfertig sie ist, wie wild sie ist, wie selbstbewusst sie gegenüber auch so, ja, Respektpersonen ist und trotzdem ihre eigene Meinung durch einfach, ja, authentisch und ganz ehrlich sagt. Trotzdem ist sie kein Überflieger oder dass sie irgendwie alles könnte, sondern sie ist wirklich sehr verletzlich, oft sehr einsam, weil sie eben niemandem sagen darf, wer sie wirklich ist und ja, dadurch sich auch irgendwie nie so richtig wohl fühlt und nicht zu Hause fühlt. Und
Ja, dadurch hat man natürlich sehr viel Mitleid mit ihr und kann sich auch in sie hineinversetzen, weil jeder mal so diese verletzliche Seite an sich hatte und mal sich ausgeschlossen gefühlt hat. Und das macht sie irgendwie auch sehr, sehr nahbar. Und dazu passend finde ich auch sehr, sehr schön das Vorwort der Autorin, die nämlich ja dieses Buch den Außenseitern gewidmet hat. Und das passt halt natürlich in diese Geschichte ganz wunderbar hinein. Und diese Widmung möchte ich euch einmal ganz kurz vorlesen. Und für dich und für alle, die immer Bücher gelesen haben, von denen noch nie jemand gehört hat, für alle, die etwas anders waren und in der Klasse immer ganz hinten saßen, für alle, die in einem dunklen Keller aufgewachsen sind, wo die Würfel über euer Schicksal entschieden, für alle, die sich immer noch verkleiden, für alle, die nicht richtig dazugehörten und oft das Gefühl hatten, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Das hier ist euer Buch. Und alleine die Widmung hat mich am Anfang schon so angesprochen. Und ich glaube, das lässt fast in jedem irgendwie so eine Seite erklingen, weil jeder irgendwie so, ja, mal so solche Erfahrungen gemacht hat. Manche extremer, manche weniger extrem. Ja, und das fand ich schon sehr, sehr schön und sehr sympathisch. Und das hat sich in dem Buch in Hirke halt auch wiedergefunden, dass dieses Außenseitersein, aber trotzdem ist sie da so stark rangegangen. Und sie hat auch immer so einen lustigen, sarkastischen Humor zwischendrin gehabt. Also es gab tatsächlich Stellen, wo sie eben diese schlagfertigen ja, Einwürfe gegeben hat, die mich dann auch irgendwie überrascht haben und mich auch wirklich ja, amüsiert haben. Und das hat das Ganze natürlich noch lebhafter und noch emotionaler gemacht. Also es gab hier wirklich die verschiedensten Emotionen. Wir waren mitleidig, wir waren traurig, aber eben auch dieses Abenteuerlustige und ja, allgemein dieses Humorvolle, das war auf jeden Fall dabei. Natürlich gab es hier auch eine Liebesgeschichte, die sich ziemlich schnell abgezeichnet hat und da war jetzt auch keine große Überraschung dabei. Ich hatte ja so ein bisschen Angst davor und zwar wechseln wir auch in der Perspektive immer zwischen Hirka und Rime. Rime ist eben ihr alter ja, Freund aus der Kindheit. Ich fand aber die Liebesgeschichte nicht allzu störend, weil ich sie sehr authentisch fand, weil sie eben aus der Kindheit befreundet waren und da wirklich schon eine Bindung aufgebaut haben, habe ich ihnen einfach diese Freundschaft abgekauft und es war nicht so dieses oberflächliche Geschwärme, sondern es war wirklich, dass sie sich sehr, sehr schätzen einander und sich wirklich sehr vermisst haben, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber die nicht einfach so oberflächlich waren. Und das hat mir gut gefallen. Ich hätte es dennoch nicht so gebraucht. Also meinetwegen hätten es auch einfach nur Freunde bleiben können. Es hätte jetzt nicht noch irgendwie eine Liebe daraus erwachsen müssen. Aber ich finde, die stand hier überhaupt nicht im Vordergrund. Die hat sich sehr schön authentisch in die Geschichte eingefügt. Und alles andere war so viel präsenter, dass ich das ganz gut übersehen konnte, beziehungsweise einfach mit einbinden konnte. Das fand ich ja, völlig in Ordnung. Ich bin gespannt, wie es sich dann in den Folgebänden weiterentwickelt, ob das dann vielleicht noch mehr in den Vordergrund rückt. Ich muss aber sagen, dass mich die Passagen über Rime weniger interessiert haben als die über Hirka. Dennoch fand ich Rime auch ein interessanter Charakter, der eben auch sehr viele Konflikte mit in sich trägt. Und deswegen war es auf jeden Fall nicht verschwendet, sich in seinen Kopf zu befinden. Ich fand nur ein bisschen seltsam, wie sich Rime nachher entwickelt hat, auf welche Art und Weise. Ich fand die Entwicklung ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu krass, nicht nachvollziehbar. Ich kann jetzt nicht so richtig sagen, was mich daran gestört hat, beziehungsweise wie er sich entwickelt, weil es ein Spoiler wäre. Dennoch für die, die das gelesen haben, ja, können vielleicht nachvollziehen, was ich damit meine, dass ich seine Entwicklung einfach nicht ganz verstehen kann und mir ein bisschen zu krass war. Und ja, da hatte ich dann doch vielleicht ein, zwei Augenrollmomente. Aber ansonsten habe ich so mitgefiebert in diesem Buch. Es waren wirklich epische Szenen dabei, die mich überrascht haben, die mich haben staunen und aufstöhnen lassen haben. Epische Szenen, aber auch epische Settings, wie die beschrieben worden sind. Wirklich tolle, tolle Szenarien und tolle Orte, die hier beschrieben worden sind. Ob das ein großer Weltenbaum war oder ob das in einem Vulkan gespielt hat oder zwischen ja, diesen Steinkreisen, die hier eben auch eine große Rolle spielen.
Und das hat natürlich viel ausgemacht, dass man da irgendwie an den Seiten geklebt ist. Einzig das Finale, das wollte für mich ein bisschen zu viel. Also da wurde es auch wieder sehr episch, aber ich fand, das war sehr gehetzt, sehr geeilt und viele sehr, sehr wichtige Szenen wurden so aneinandergereiht und hinübergesprungen, einfach mehrere Tage übersprungen. Da hätte sie sich einfach vielleicht noch mal ein paar mehr Seiten Zeit nehmen können, weil das waren einfach wichtige Szenen, die hier irgendwie so ein bisschen, ja, holterdiepolter, gehetzt erzählt worden sind und somit auch manchmal nicht ganz. Da bin ich mit dem Kopf manchmal gar nicht so richtig hinterhergekommen. Das fand ich dann fast schon ein bisschen zu verwirrend. Da musste ich einige Szenen doppelt und dreifach lesen. Es ging Gott sei Dank nicht nur mir so. Ich dachte, hä, bin ich jetzt doof? Ich verstehe das einfach nicht, was hier jetzt gerade passiert. Aber ja, das war einfach ein bisschen zu doll am Ende. Das fand ich ein bisschen schade. Trotzdem konnte mich das Buch immer wieder überraschen. Man denkt immer, okay, jetzt passiert das, aber so vorhersehbar war dieses Buch nicht. Und das war richtig schön, dass man auch hier als sehr, sehr erfahrener Leser doch immer wieder überrascht wurde und wirklich immer noch neugierig war, weil man vieles ja einfach noch wissen möchte und nicht einfach so glasklar schon feststand. Und auch nach dem Lesen des ersten Bandes bleiben immer noch viele Fragen offen und viele Informationen, die einem noch fehlen. Was hier mir besonders gefehlt hat, wo ich sehr hoffe, dass es im zweiten und dritten Band noch mehr Erleuchtung gibt, war die Magie hier, das Umarmen. Das habe ich noch nicht durchdrungen. Das wurde sehr wenig erklärt. Und das wurde einfach nur als große Macht, die man in sich aufnehmen kann, beschrieben und sehr verwirrend dargestellt. Und irgendwie schien es allmächtig, man kann damit irgendwie alles machen. Und ja, dem bin ich überhaupt nicht nahe gekommen. Das fand ich alles ein bisschen sehr schade. Ich hoffe, dass das irgendwann noch mal ein bisschen mehr erklärt wird in den kommenden Bänden, weil gerade das finde ich ja immer sehr spannend. Was für Regeln es da gibt und was für Grenzen es da gibt und wie sich das anfühlt, fand ich auch irgendwie ja sehr schwammig, wie das beschrieben worden ist und sehr verwirrend. Ja, das Ende selbst verspricht aber sehr viel. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die in welche Richtung das Buch jetzt gehen kann und ich freue mich richtig, Hirka weiterhin begleiten zu können, weil wir jetzt noch die Welt noch größer gemacht wird, beziehungsweise die Welten, ohne zu viel zu verraten. Und ich freue mich, mit ihr jetzt weiterzugehen und glaube auch, ja, dass ich demnächst zum zweiten Band greifen werde. Ich habe ihn mir jetzt schon bestellt. Er ist auf dem Weg zu mir sozusagen und dann möchte ich auch gar nicht so lange warten, dass ich dann direkt weiterlese, damit mir nicht so viele Details hier verloren gehen. Also ich kann das Buch allen High-Fantasy-Fans empfehlen, die mal so ein bisschen ein anderes High-Fantasy-Setting haben wollen. Alle, die Game of Thrones mögen, weil man hier doch einige Parallelen erkennt, ohne dass ich je das Gefühl hatte, dass sie irgendwie abgekupfert hat, sondern einfach das Gefühl ist so ein bisschen ähnlich, weil es hier eben auch Raben als Boten gibt und Raben eine große Bedeutung haben. Wir haben hier auch eine Mauer und natürlich auch einige Intrigen, aber ich ja, fand jetzt nie, dass es zu sehr ähnlich wurde, dass man denkt, das ist ja schon ein bisschen ja, komisch, dass es so ähnlich ist. Ich finde, hier wurde genug Eigenes mit eingebracht, dass man nicht zu sehr das Gefühl hatte, sie hat abgeguckt. Und es hat auch so ein bisschen Wikinger-Feeling. Also die Frauen haben geflochtene, lange Haare und man wohnt an einer rauen Küste in der Natur. Und ja, doch es hatte auch so ein bisschen Wikinger-Feeling, weil es eben auch dieses ja, diese nordische Mythologie auch noch ein bisschen ankratzt und ja, ich bin gespannt, auch die Religion, was da noch alles hintersteckt, die verschiedenen Völker, die Blinden, die hier immer, vor denen immer gewarnt wird und ja, ob das wirklich böse Kreaturen sind. Ja, dazu könnte ich echt lange, lange sprechen. Ich habe mir auch viel, viel aufgeschrieben dazu und hoffe jetzt, dass ich alle Punkte genannt habe, die ich nennen wollte. Ansonsten werde ich das dann vielleicht beim zweiten Band nochmal nachreichen. Wie gesagt, wirklich was Besonderes. Für mich hätte das Ende ein bisschen mehr
ja, mehr Platz haben dürfen. Und die Liebesgeschichte hätte ich, wie gesagt, nicht gebraucht. Die ist aber schön am Rande erwähnt, dass es für mich okay ist. Und ansonsten ein tolles Fantasy-Highlight. Und da waren wir uns bis auf eine, die das Buch unterbrochen hat, wirklich auch sehr, sehr einig. Und das hat natürlich Spaß gemacht. So haben wir uns gegenseitig auch noch ein bisschen noch mehr euphorisiert. Ja, das zu diesem Buch. In einer weiteren kleinen Leserunde habe ich einen Kinderbuchklassiker gehört und gleichzeitig durchgeblättert, weil ich auch eine sehr, sehr schöne illustrierte Ausgabe hier habe. Und zwar ist es Der Wind in den Weiden von Kenneth Graham und hier in dieser Ausgabe illustriert von Robert Ingpen. Da habe ich mir tatsächlich mal verschiedene Ausgaben in die Buchhandlung bestellt, zur Ansicht, dass ich dann ein bisschen vergleichen kann und mich dann für eine entschieden habe. Und ich habe mich dann schlussendlich dafür entschieden, die so ein bisschen erwachsener und ein bisschen künstlerischer daherkommt. Aber es war wirklich nicht einfach, sich zu entscheiden, weil es sehr, sehr tolle andere Ausgaben auch gibt. Aber dazu noch mal später mehr. Ja, wir haben es hier mit Tiergeschichten zu tun. Tiere, die aber sehr vermenschlicht worden sind und somit auch sehr, sehr viele menschliche Eigenschaften bekommen hat, dass man sich in diese, ja, in diese Tiere wirklich auch sehr gut hineinversetzen kann. Zunächst treffen wir hier auf den Maulwurf und der Maulwurf macht Frühjahrsputz, aber kann seine innere Höhle irgendwann nicht mehr sehen und geht dann hinaus in die Natur, um die Natur so ein bisschen zu entdecken. Er ist noch ein bisschen weltfremd und weiß gar nicht so genau, was er alles dort erleben kann. Er ist natürlich auch ein bisschen ängstlich, aber er trifft dann irgendwann auf die Ratte, die ein eigenes Boot hat und am Fluss lebt, und der nimmt sich ihm so ein bisschen an und zeigt ihm so ein bisschen die Umgebung, die Welt, und der Maulwurf zieht dann bei ihm ein und zusammen erleben sie die tollsten Abenteuer in der Natur, auf dem Fluss und im Wald und sonst wo. Ja, es geht viel um Freundschaft und auch so ein bisschen um Selbstreflexion, natürlich um das Abenteuer und um Mut und Angstüberwältigung. Es ist eine sehr still erzählte Geschichte, aber wir haben auch immer wieder Kapitel, die dann so ein bisschen rasanter sind. Und in diesen rasanteren Abenteuern geht es dann meist um den Kröterich. Und der Kröterich ist eine sehr, ja, eine sehr spannende Persönlichkeit. Ich habe ihn immer so ein bisschen als Drama Queen bezeichnet. Er ist schon irgendwie so ein bisschen von sich selbst überzeugt, und er ist sehr, sehr schnell zu begeistern für irgendein Thema, und dann stürzt er sich da ja, mit voller Wucht hinein, aber genauso schnell verebbt auch irgendwann die Leidenschaft und er macht dann irgendwas anderes und er ist für irgendwas anderes Feuer und Flamme. Und seine Freunde, worunter dann auch die Ratte und nachher der Maulwurf gehören, die müssen immer so ein bisschen seine Eskapaden auslöffeln und ihn so ein bisschen vor sich selbst schützen. Und das fand ich immer sehr amüsant, und diese rasanten Geschichten haben mir auch immer zwischendurch sehr gefallen. Aber auch die Geschichten in der Natur, weil ich die Naturbeschreibung hier wirklich sehr schön fand. Es gab auch ein sehr schaurig schönes Kapitel in einem Wald, wo der Maulwurf in den Wald hineingegangen ist und in der Nacht dort herumgeirrt ist und sich verirrt hat. Ja, bekommen auch die verschiedensten Jahreszeiten mit, also von Frühling über Winter und Herbst und Sommer ist eigentlich alles dabei. Und wir haben auch so kleine fantastische Aspekte, die mich tatsächlich überrascht haben. Und das fand ich sehr, sehr schön. Es gibt hier Stellen, die sehr, sehr poetisch sind. Es gibt Stellen, die sehr melancholisch sind. Aber insgesamt fand ich es doch auch ein sehr heiteres und positives und lebensbejahendes Buch, wo man viel mit sich rausnehmen kann, eben weil die Tiere hier so vermenschlicht worden sind. Manche Szenen oder manches fand ich ein bisschen zu sehr vermenschlicht. Da hätte ich gerne noch mehr Szenen in der Natur gehabt und nicht, dass die eben auch ja, in Städten sind und so weiter, sondern dass es doch mehr Kapitel in der Natur gegeben hätte. Aber insgesamt fand ich es toll. Was für mich auch ein großer Pluspunkt war, war die Hörbuchfassung. Und zwar ist es von Kain und Arber Verlag, glaube ich, vertont worden.
Und gesprochen ist das Ganze von Harry Rowohlt. Und der hat das so grandios gemacht, so toll, so lebendig und auch mit so einem tollen Witz und Humor in seiner Stimme. Er hat auch einfach so eine ganz tiefe Erzählerstimme, die einfach ganz grandios hierzu passt. Und es gibt Geräusche, es gibt Musik im Hintergrund. Es hat halt eben schon etwas wie ein Hörspiel und sowas gefällt mir immer sehr, sehr gut. Das ist sehr atmosphärisch gewesen. Also in diesem Fall kann ich tatsächlich sagen, dass ich da sehr gerne zu dem Hörbuch gegriffen habe, anstatt zu lesen. Es war auch eine andere Übersetzung und ja, kann ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht immer verglichen. Ich habe ja hauptsächlich in dem Buch eigentlich ja, mir dann die Illustrationen dazu angeschaut und nicht dann unbedingt nachgelesen. Einiges habe ich halt jedoch verglichen, weil ich gesehen habe, dass bei dem Hörbuch stand, es wäre gekürzt, aber ich konnte keine Kürzung entdecken. Also alle Kapitel, die es in dem Buch gibt, gibt es auch in dem Hörbuch und da war ich sehr erleichtert. Weil ich einfach gekürzte Hörbücher total unsinnig finde. Aber hier, Gott sei Dank, ist alles enthalten. Es gibt nämlich so ein, zwei Kapitel, die besonders poetisch sind und die werden tatsächlich öfter in Büchern oder auch in Hörbüchern rausgekürzt, was ich sehr schade finde, weil gerade die haben es für mich wirklich in sich gehabt, atmosphärisch und sprachlich. Und da bin ich wirklich sehr froh, dass ich das sowohl in Buchform als auch in Hörbuchform erleben durfte. Ja, und wir waren in unserer Leserunde uns wirklich einig, dass das wirklich ein toller Buchschatz ist. Dennoch war ich wirklich sehr überrascht oder fand das sehr faszinierend, wie unterschiedlich wir das Buch doch irgendwie wahrgenommen haben, weil die beiden anderen das wirklich als sehr melancholische Geschichte und sehr ernst und auch ja, doch sehr, sehr trübe gesehen haben irgendwie. Und für mich war es zwischendurch auch immer wieder mit Humor und wirklich mit heiteren Elementen gespickt. Deswegen habe ich das gar nicht so sehr melancholisches gesehen. Ich habe natürlich die melancholischen Szenen auch bemerkt und das hat es für mich auch tiefgründig gemacht. Aber ich fand es in keinem Fall irgendwie so trübsinnig. Was es für mich auch schwierig gemacht hat, die Geschichte zusammen mit den Illustrationen, die hier Robert Ingpen gezeichnet hat, zu vereinen. Weil ich fand seine Zeichnungen insgesamt sehr düster. Düster nicht im Sinne von unheimlich, sondern im Sinne von sehr gedeckte Farben. Man hatte immer nur das so Gefühl, dass die Bilder einen Grauschleier drüber haben, sehr verwischt und es ist natürlich künstlerisch und ich finde auch besonders das Cover wunderschön. Aber deswegen halte ich die ganze Zeit meinen Finger hier drin. Hier zum Beispiel, es wird halt in der Geschichte oft von den bunten Farben und sehr grellen und sehr saftigen Farben gesprochen. Und hier sind die immer sehr, sehr gedeckt. Man könnte sagen, es ist alles sehr authentisch und natürlich. Aber ich finde halt, manches passte überhaupt nicht. Es ist halt alles extrem dunkel. Und obwohl ich das schön fand und wirklich künstlerisch, konnte ich die Geschichte oder das Gefühl während der Geschichte nicht so richtig damit vereinen. Und dann habe ich mir jetzt tatsächlich nochmal eine andere Version bestellt, die für mich ein bisschen passender ist. Da habe ich auch darauf geachtet, dass es nicht gekürzt ist, dass es einfach ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher. Und ja, auch viel farbenprächtiger ge gezeichnet. Und da habe ich jetzt überlegt, ob ich die beiden Versionen jetzt hier behalte oder ob ich das hier dann weggebe stattdessen. Da kann ich mich noch nicht so richtig entscheiden, weil das wirklich auch ein wundervolles Schmuckstück ist. Aber wie gesagt, ich habe die Geschichte als nicht so trübsinnig und düster gesehen, wie sie hier gezeichnet wird. Also ich bin noch unschlüssig. Ich finde es wunderschön gezeichnet, aber bei manchen Bildern, bei manchen Interpretationen der Geschichte kam ich nicht so ganz mit der Stimmung mit.
Und so war es eben auch bei unserer Gruppe unterschiedlich. Die anderen haben teilweise den Humor gar nicht so gespürt, den ich da so gespürt habe. Ich konnte dazwischen wirklich total schmunzeln. Das mag aber auch an der Interpretation von Harry Rowohlt gelegen haben, weil nicht alle aus unserer Gruppe haben auch das Hörbuch gehört, sondern haben es nur gelesen. Und wenn man die Interpretation von Harry Rowohlt und von der Musik, die im Hintergrund spielt, die beeinflusst einen natürlich auch total in der Stimmung. Und ich fand besonders eben die Szenen mit den Kröterich echt total humorvoll und lustig beschrieben. Und ich fand es umso interessanter, als ich im Vorwort erfahren habe, dass der Autor ja den Kröterich oder die Idee des Kröterichs, den Charakter so ein bisschen von seinem Sohn her hat, diesen sturen Kröterich, der sich immer wieder in andere Abenteuer hineinstürzt und so ein bisschen leichtsinnig ist. Und ja, immer wieder zwischendrin merkt man auch so kleine Anspielungen, wo er denn auch vom Vater des Kröterich spricht, dass das so eine, ja, so eine tugendhafte Person war. Und ja, wenn man davon ausgeht, dass der Kröterich sein Sohn war, dann ist der Vater des Kröterichs natürlich der Autor himself. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz lustig. Also wirklich ein sehr vielseitiges Buch, wo man sich viel selbst wiederfindet, bei dem ich sprachlich auch wirklich sehr beeindruckt war. Und gleichzeitig konnte es mich immer wieder zwischendrin aufheitern. Also hier kann ich, wie gesagt, die Hörbuchversion gelesen von Harry Rowohlt aus dem Kain und Aber Verlag sehr empfehlen, und gleichzeitig gibt es eben verschiedene schöne Ausgaben. Das ist jetzt aus dem Knesebeck Verlag, und ich habe mir jetzt die Ausgabe, ich glaube, aus dem Urachhaus bestellt, und die werde ich euch dann natürlich spätestens in den nächsten Neuzugängen noch zeigen. Und ja, dann kann ich euch vielleicht den Unterschied auch noch mal zeigen, wie die Bilder verschieden wirken, und dann mal gucken, ob ich mich dann auch entschieden habe, ob das Buch bei mir bleibt, oder ob es ausziehen darf. Ich bin noch unentschlossen, weil ich es einerseits liebe und andererseits, wie gesagt, nicht so richtig in Einklang bringen kann mit der Stimmung aus der Geschichte, die ich dabei empfunden habe. Und dann schließt sich schon die nächste Leserunde an, und zwar habe ich mit der lieben Anja vom Kanal Book Friends Forever und einer lieben Freundin von ihr, der lieben Christine, Tina, die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig gelesen. Ich hatte das schon längere Zeit mit Anja abgemacht, geplant, dass wir das im März zusammen lesen wollen, und Christina hat sich dann im Nachhinein noch dazu gesellt, weil sie das Buch bereits, ich glaube, als Hörbuch gehört hatte, und sie hatte sich aber nicht mit irgendjemandem darüber so richtig austauschen können. Deswegen hat sie gefragt, ob sie noch dazu stoßen kann, und das ja, war ganz wunderbar, ein ganz toller Austausch mit den beiden Mädels, und ich finde auch ganz toll, dass Christina so dicht gehalten hat und überhaupt nicht gespoilert hat. Und das war bestimmt nicht einfach, da nichts zu verraten und auch nichts von den eigenen Emotionen zu verraten. Also ich hatte keinen Verdacht, wie sie das Buch letztendlich jetzt gefunden hat. Das war ganz toll, und trotzdem hat sie natürlich ihre eigene Sichtweise da gut mit hineingebracht. Und ich bin auch sehr froh, dass ich das mit Anja zusammen gelesen habe. Das war unsere erste gemeinsame Leserunde und ja, bestimmt nicht die letzte. Es war wirklich schön, sich mit ihr auszutauschen, und ich finde auch, das ist ein Buch, wo man wirklich auch sehr viel Austauschbedarf hat, weil hier wirklich sehr viele ernste Themen mit involviert sind, und da ist es doch manchmal ganz gut und schön, sich austauschen zu können und auch andere Perspektiven mit einzubeziehen. Zu diesem Buch gibt es ja wirklich schon ganz viele Rezensionen und ganz viele verschiedene Meinungen. Es gibt sehr, sehr viele kritische und negative Meinungen auf die verschiedenen Punkte, die ich da so ein bisschen rausgehört habe, möchte ich auch gerne noch eingehen. Es gibt aber auch viele positive Meinungen dazu. Und wo ich mich da einordne, das möchte ich jetzt natürlich auch mit euch besprechen. Aber erstmal zum Inhalt. Wir lernen hier Nora kennen, die beschlossen hat, sich ihr Leben zu nehmen. Nachdem sie sich das angetan hat, landet sie in einer riesigen Bibliothek, die Mitternachtsbibliothek. Sie trifft dort auf eine Bibliothekarin, die ihr sagt, dass es ihre ganz persönliche Bibliothek ist. Denn all die Bücher, die dort zu sehen sind, sind mögliche Leben von ihr.
hätte sie sich in bestimmten Momenten in ihrem Leben anders entschieden, wäre ihr Leben anders verlaufen. Und dort sind diese Leben abgezeichnet. Und sie hat nun jetzt die Möglichkeit, in diese Leben hineinzuschnuppern. Zu sagen, ich bereue diese Entscheidung und würde diese Entscheidung gerne rückgängig machen und schauen, ob ich in diesem Leben glücklicher bin und dort weiterleben möchte. Sie hat also die Möglichkeit, wenn sie in dieses Leben hineinschlüpft, irgendwann sich auch zu entscheiden, dort zu bleiben. Doch wenn sie eine große Enttäuschung erfährt und merkt, dass dieses Leben nichts für sie ist, kehrt sie automatisch in die Mitternachtsbibliothek wieder zurück. Ja, und dieses Konstrukt ist aber auch sehr fragil, denn sobald sie sich entscheidet, gar nicht leben zu wollen, zerbricht das alles. Ja, eine sehr, sehr spannende Idee und genau deswegen habe ich auch zu diesem Buch gegriffen, aber auch, weil ich den Autor sehr, sehr spannend finde. Ich habe von ihm Ich und die Menschen gelesen, beziehungsweise glaube damals als Hörbuch gehört, gelesen von Christoph Maria Herbst. Und das hatte mich damals sehr beeindruckt, weil es eben auch sehr philosophisch war, aber auch sehr humorvoll. Und ich habe einige Kinderbücher von ihm gelesen und auch die waren wunderbar humorvoll und gleichzeitig immer auch sehr rührend und mit Gefühlen auf jeden Fall versehen, sodass das nicht zu albern wirkte. Ich kann sagen, dass dieses Buch hier auf jeden Fall nicht so humorvoll ist wie Matt Haigs Ich und die Menschen. Also Ich und die Menschen hatte wirklich sehr viele Humoranteile. Hier ist es doch ein bisschen ernsthafter. Wir haben hier aber auf jeden Fall diesen Humor drin und das hat mir wirklich wieder gut gefallen, weil man lacht und schmunzelt und gleichzeitig bleibt einem das Lachen im Halse stecken, weil es eben doch gleichzeitig wirklich diese ernsten Thematiken hat. Es geht eben auch viel um Depressionen. Nora hat eben diese Depression und wie sie damit kämpft und wie sie damit umgehen kann, wie sie damit eventuell weiterleben kann, ob es vielleicht in anderen Leben einfach überhaupt nicht ausbricht, diese Depression. Wir erfahren wirklich von ganz vielen verschiedenen Leben. Das hat dieses Buch, finde ich, auch sehr, sehr vielseitig und vielschichtig gemacht, dass wir so viele verschiedene Settings hatten. Ob wir uns hier auf einer Polarexpedition befunden haben im ewigen Eis oder Nora als Rockstar, als professionelle Schwimmerin oder eben als klassische Hausfrau und erfolgreiche Professorin und Mutter kennengelernt haben. Also hier war irgendwie alles dabei. Und sie hat natürlich vieles ausprobiert, aber auch viele Rückschläge irgendwie machen müssen. Und das hat das Ganze natürlich wirklich sehr lebendig und sehr vielseitig gemacht. Und ich habe zu diesem Buch immer wieder sehr gerne gegriffen, um Nora zu begleiten und wollte unbedingt wissen, welche Leben sie jetzt noch ausprobieren kann. Und währenddessen Nora diese Leben ausprobiert hat und überlegt, was sie alles in ihrem Leben bereut und was alles schiefgelaufen ist, wird dieses Buch natürlich für einen selbst auch sehr persönlich, weil man gleichzeitig überlegt, wie hätte ich entschieden? Ich fand diese Idee dieser Bibliothek eigentlich sehr, sehr fürchterlich zu Anfang, weil ich habe das eigentlich nicht als Chance, sondern als Folter empfunden, zu sehen, wie dieses Leben, wie meine Leben verlaufen hätten können, wenn ich mich so oder so entschieden habe und dann zu merken, dass ich mich völlig falsch entschieden habe. Aber hier habe ich mehr und mehr gemerkt, dass es eine Chance ist und dass es auch ein Lernen dabei ist, dass sie immer mehr erfährt und immer mehr ja, Weisheiten in sich aufnimmt, die man eigentlich schon kennt, die einen jeden irgendwie schon mal über den Weg gelaufen sind, aber zusammen mit Nora erleben wir eben diese Weisheiten und dadurch verinnerlicht man die viel mehr. Und das war für mich auch ein Grund, weswegen ich dieses Buch wirklich sehr, sehr lehrreich fand und für einen, wo man wirklich auch ein bisschen über sich selbst nachgedacht hat. Und hat das Ganze natürlich sehr emotional und auch persönlich gemacht. Insgesamt war es für mich eine sehr runde und schlüssige Geschichte, die wirklich für sich stehen kann und ich war mit dem Ende auch wirklich zufrieden. So musste es für mich enden, auch wenn ich das vorhergesehen habe und das Ganze nicht sehr überraschend war, fand ich den Weg dorthin wirklich sehr, sehr schön gezeichnet. Ich habe den Kampf und auch die verschiedenen inneren Abläufe und die inneren Kämpfe, die Nora mit sich ausgefochten hat, wirklich miterlebt.
Und deswegen war es für mich trotzdem, obwohl ja ich das Ende eigentlich vorhersehen konnte, auch spannend mitzuerleben und nicht irgendwie langweilig. Das Ende fand ich ein bisschen zu kitschig, ein bisschen zu pathetisch. Ich hätte es gerne ein bisschen realistischer gehabt, dass Nora am Ende vielleicht doch trotzdem noch zu kämpfen hat, dass sie jetzt zwar einen Ansatz hat, aber dass sie immer noch weiter kämpfen muss. Ich verstehe das aber, dass ja, Matt Haig vielleicht hier ein bisschen Positives mit rüberbringen wollte und ein bisschen Hoffnung geben wollte. Und ich kann auch die Euphorie von Nora irgendwie mitfühlen, denn für mich war es so eine Art Fabel. Und eine Fabel ist ja auch immer so ein bisschen überspitzt. Und ich habe mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, ja, zu einer Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Und diese Entwicklung von dem Charakter, von dem Hauptcharakter, ist ja auch sehr extrem. Von diesem grantigen, bösartigen, geizigen Kerl zum sehr, sehr liebevollen und sehr großzügigen Menschen, der auch sehr, sehr euphorisch ist. Und das ist natürlich auch nicht sehr authentisch. Und so ähnlich habe ich es hier eben auch gesehen. Und deswegen konnte ich mit dem Ende leben, auch wenn es für mich halt ein bisschen zu positiv war. Ja, wo wir jetzt auch schon so ein bisschen zu den Kritikpunkten kommen, die hier gesehen werden. Also einen Punkt habe ich schon gesagt, es ist sehr vorhersehbar. Und ja, das kann ich durchaus nachvollziehen, diesen Kritikpunkt. Für mich war es eben okay, weil ich es eben als runde Fabel gesehen habe, die eben sehr überspitzt ist. Und für mich hätte es gar nicht anders enden dürfen. Wenn es anders geendet hätte, ich glaube, dann wäre ich nicht zufrieden. Dann wäre es für mich nicht rund gewesen und hätte irgendwie das Ziel verfehlt. Deswegen konnte ich mit diesem Vorhersehbaren leben. Und es stimmt, dass der Autor uns hier mit vielen Dingen nicht überrascht hat. Also es gab so ein, zwei Momente, die ich überraschend fand, aber alles andere war schon so ein bisschen vorherbestimmt. Die Leben, die sie ausprobieren wird und dass sie da irgendwann irgendwas finden wird, was ihr nicht richtig passt. Und auch die Weisheiten, die hier vorkommen, das wird auch kritisiert. Die Weisheiten sind nichts Neues und dass es im Grunde so Lebensweisheiten sind, die einfach so aneinandergereiht sind. Und ja, die Weisheiten sind nicht neu, aber wie ich eben schon erzählt habe, wir erleben das zusammen mit Nora. Was für Wahrheiten in diesen Weisheiten stecken, merken wir halt erst zusammen mit Nora. Und das fand ich schön, wie dieses, ja, man sagt immer, ja, Reichtum macht nicht glücklich oder es ist nicht alles Gold, was glänzt und so weiter. Also das sind viele Weisheiten, die man hier erfährt und die sie in diesen verschiedenen Leben miterlebt, die einem nicht neu sind. Und hier ist das Rad nicht neu erfunden und das stimmt. Aber ich finde halt, wie es erzählt wird, wirklich sehr, sehr erfrischend. Die Idee war für mich eben neu. Und das hatte Anja auch gesagt, diese Idee, wie es dargestellt wird, ist doch irgendwie was Neuartiges, diese Mitternachtsbibliothek. Und nachher zu erfahren, dass es auch noch andere so ähnliche Konstrukte gibt, ohne zu viel zu verraten, die so eine ähnliche Struktur haben, nur eben nicht als Bibliothek, sondern als andere Ideen, das fand ich dann schon wieder richtig, richtig toll. Ein weiterer Kritikpunkt von einigen ist, dass Nora, wenn sie in ein neues Leben kommt, keine Erinnerungen an dieses Leben hat und erst ja, erfahren muss, was ist denn hier eigentlich los, wer ist diese Person, warum kenne ich die nicht und dadurch ja gar nicht richtig erkennen kann, ob dieses Leben etwas für sie ist oder nicht. Und diesen Kritikpunkt kann ich durchaus auch nachvollziehen, weil diesen Gedanken hatte ich auch. Weil wenn sie die Chance haben soll, dieses Leben richtig kennenzulernen, dann braucht sie natürlich auch alle Informationen. Natürlich ist, wenn man in eine neue Situation hineingeschmissen wird, wo man nichts weiß, fühlt man sich natürlich unwohl. Und ich finde dann auch, dass es zwar spannend ist, zusammen mit Nora diese Welt zu entdecken, wenn man noch nichts kennt davon und erst nach und nach Informationen bekommt, aber das ist natürlich diesem Konstrukt, dieser Idee so nicht ganz förderlich. Und das habe ich auch so gesehen und das stimmt, diesem Kritikpunkt stimme ich zu. Und dann gibt es natürlich noch die ganz krassen Meinungen, die ganz krassen negativen Meinungen, die sagen, dieses Buch sei gefährlich, dieses Buch gehört verboten, dieses Buch, ja,
macht Depressionen klein und stellt Depressionen viel zu positiv dar. Und es würde hier die Aussage geben, stell dich nicht so an, dann wird schon alles. Genau diesen letzten Satz, den habe ich hier in diesem Buch rein gar nicht gelesen. Und ich frage mich, woher dieser Gedanke kommt, dass sie denken, Nora solle sich nicht so anstellen und dann wird alles gut. Das sagt nämlich überhaupt niemand zu ihr. Im Gegenteil habe ich irgendwie das Gefühl, dass nachher herauskommt, dass alle ihre Depressionen unterschätzt haben und ja, ihre Panikattacken nicht ernst genommen haben und dann im Nachhinein halt erst erfahren, wie dreckig es ihr gegangen ist. Und Nora selbst hat auch nicht dieses Gefühl, ach, ich stelle mich mal nicht so an, dann wird alles gut. Im Gegenteil, ich habe ja schon gesagt, ich habe diesen Kampf mit der Depression und diesen Kampf mit sich selbst und mit seinen verschiedenen Entscheidungen wirklich gespürt. Und in ihrem Leben, die sie hatte, war es auch nicht so, dass die Depression einfach weg war. Sie dachte, oh, jetzt bin ich erfolgreich, jetzt habe ich Geld, jetzt habe ich ja viel Möglichkeiten, mein Leben zu gestalten, und dann macht sie eine Schublade auf und zack, sind da auch Antidepressiva drin. Also sie kommt dieser Depression nicht, kann dieser Depression nicht entweichen einfach, nur weil sie sich einmal irgendwie anders entschieden hat oder weil sie jetzt erfolgreich ist oder eine Familie hat. Und ja, also das fand ich, habe ich überhaupt nicht so empfunden. Ich finde, dass diese Depression, und Matt Haig weiß ja, wovon er spricht, er leidet ja selbst unter Depression, da hat er tatsächlich ja auch mal ein Buch zugeschrieben. Und ich finde eben, man darf hier eben auch nicht mit einem Sachbuch rechnen, wo eine Depression von vorne bis hinten erklärt wird, sondern es geht hier eben um eine Protagonistin, die unter Depression leidet. Und es geht halt eben nicht nur um diese Depression, sondern es geht eben auch einfach ja, das kann ja auch ein Mensch sein, der nicht unter Depression leidet und trotzdem sehr, sehr viel bereut in seinem Leben. Es geht darum, was man bereut und ja, ob man sich unter dieser ganzen Bürde, dieser ganzen verschiedenen Entscheidungen, die man bereut, trotzdem immer noch weiter bewegen kann, was man mit dem Rest seines Lebens anfangen kann. Und ja, das betrifft eigentlich alle Menschen und nicht nur die Depressiven. Ja, also wie gesagt, das habe ich nicht so empfunden und ich finde deswegen auch nicht, dass dieses Buch irgendwie gefährlich ist, dass dieses Buch verboten gehört. Das fand ich schon echt hart. Aber so empfindet das eben jeder anders und die sind ja auch nicht alleine. Also es scheint ja vielen so gegangen zu sein. Und eben, wo ich auf jeden Fall mitgehe, war für mich eben das Ende. Das Ende fand ich auch ein bisschen zu positiv dargestellt, weil ich gerne gesehen habe, das ist nicht einfach weg danach, sondern sie muss noch trotzdem noch weiterhin kämpfen und es geht, sie muss noch trotzdem zur Therapie gehen, auch wenn sie jetzt eben diesen Ansatz sieht. Aber dadurch, dass ich es eben dann als Fabel gesehen habe, kann ich mit diesem positiven Ende gut leben, weil ich es eben so verglichen habe mit Charles Dickens zum Beispiel. Und weil dieses Buch Hoffnung geben soll und positive Energie geben soll, kann ich damit durchaus gut lesen. Und ich habe immer wieder gerne zu diesem Buch gegriffen, weil es sehr, sehr flüssig und humorvoll und schnell geschrieben worden ist. Und mir Nora sehr nah gegangen ist. Es gab hier wirklich auch sehr dramatische Szenen, wo es wirklich auf der Kippe stand, ob sie es tatsächlich schafft, sich durchzuringen. Sie hatte immer wieder auch Rückfälle und ich finde das auch durchaus sehr authentisch, dass es nicht immer die ganze Zeit bergauf und ging und so, sondern es war wirklich eine Berg- und Talfahrt, wo sie dachte, sie hat ein Leben gefunden, was zu ihr passt und auf einmal wirft es sie total zurück. Und auch das Finale fand ich unglaublich dramatisch und da hatte ich sogar tatsächlich Gänsehautmomente. Auch da gab es wieder so ein, zwei tolle Ideen, die sehr metaphorisch und bildhaft gezeigt worden sind. Ja, deswegen kann ich nur sagen, dieses Buch hat mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten und auch mir viel gegeben. Ich habe dem Buch 4 Sterne vergeben und ich bin wirklich sehr froh, dass ich es zusammen mit Anja lesen durfte, weil sie ja wirklich sehr euphorisch war und für sie ein großes Highlight war und davon diese Euphorie abzubekommen, das hat einen natürlich noch mehr irgendwie gepusht. Trotzdem haben wir uns sehr auch kritisch damit auseinandergesetzt und auch darüber gesprochen und wir waren beide sehr gerührt von Momenten, sehr viel amüsiert, also wir waren uns sehr einig, auch wenn
Manche Leserunden natürlich auch sehr viel hergeben, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ist es auch sehr schön, wenn man sich einig ist und das Buch einfach zusammen genießen kann. Und ja, da hat es Spaß gemacht, mich mit den beiden Mädels auszutauschen, auch wenn das Buch sehr, sehr dünn ist. Ja, also ich stelle mich auf jeden Fall auf diese positive Seite, auch wenn ich viele Kritikpunkte an diesem Buch verstehen kann, aber einige krasse eben auch nicht. Ja, ich bin gespannt, wie ihr das Ganze seht. Es gibt ja bestimmt auch viele von euch, die das Buch schon gelesen haben. Da möchte ich gerne wissen, auf welcher Seite seid ihr denn? Habt ihr eine positive Meinung oder eine negative? Oder gibt es auch etwas dazwischen? Bei diesem Buch sagt man ja, entweder man ist ganz positiv oder ganz negativ von diesem Buch eingenommen. Ja, ich sehe mich ja auch eher so dazwischen. Also zwar eher positiv geneigt, aber ich habe ja durchaus meine Kritikpunkte. Also es ist für mich jetzt kein Oberhighlight, aber ich sehe mich auf jeden Fall auf der positiven Seite. Ja, da möchte ich gerne von euch wissen, was eure Meinung dazu ist. Versucht natürlich das Ganze, wenn ihr spoilern möchtet, das irgendwie mit einer Spoilerwarnung zu kennzeichnen. Ja, ich denke immer noch gerne an dieses Buch zurück, was ja auch wirklich auch ein gutes Zeichen ist. Liegt natürlich auch daran, dass es in aller Munde ist und immer wieder darüber gesprochen wird. Ich habe mich mit einigen auch schon dazu ausgetauscht, unter anderem auch mit Phil, der das Ganze ja sehr kritisch betrachtet. Und wir kommen da auch nicht auf einen Nenner mit der Meinung. Aber es ist, ja, es ist spannend, wie unterschiedlich dasselbe Buch wirklich wahrgenommen wird. Und das macht das natürlich auch aus. Und dann kann man ja auch sehr sachlich darüber diskutieren und es kann einen, ja, vielleicht andere Perspektiven ja auch noch mal aufmachen, auch wenn es die Meinung trotzdem nicht ändert. So, wir neigen uns langsam dem Ende zu, wird ja auch langsam Zeit. Ich habe schon wieder ordentlich gesprochen, aber es waren eben auch Bücher dabei, die wirklich, wo ich wirklich Redebedarf hatte. Ich habe vom Dschungelbuch von Rudyard Kipling eine weitere Geschichte gehört. Ich komme ja nicht so richtig viel zum Hörbuch hören, bis auf Der Wind in den Weiden, was mich so begeistert hat, dass ich tatsächlich früher meinen Wecker gestellt habe, um noch eine halbe Stunde Hörbuch zu hören. Das mache ich eigentlich eher selten, aber da war ich so begeistert von dieser Fassung, dass ich es gemacht habe. Aber ansonsten lese ich halt lieber und deswegen fällt so ein Hörbuch halt eben ein bisschen runter. Trotzdem ist auch diese Hörbuchvertonung sehr, sehr gut gemacht, gelesen von Stefan Kaminski, glaube ich, der die Tiergeräusche und ja, Tiersprache wirklich unglaublich toll rüberbringt. Ohne dass es albern wird, kann er wirklich die Tiergeräusche und die Tiersprache einen toll nahe bringen. Und in der zweiten Geschichte geht es darum, dass Mowgli von Baloo ausgebildet wird und er sich ihm so ein bisschen widersetzt, ein bisschen stur wird und dann, obwohl Baloo ihn davor warnt, sich den Affen anschließt und irgendwann entführen die Affen Mowgli und ja, Baloo und Bagheera wollen ihn aus ihren Fängen retten und fragen dafür bei Ka an, bei der Schlange, die ja von den Affen gefürchtet wird und sie müssen ihm so ein bisschen Honig ums Maul schmieren, damit er ihnen auch wirklich hilft, weil er ist ja eine sehr eitle Kreatur, deswegen können sie ihn so ein bisschen damit packen, aber eben auch eine sehr, sehr gefährliche Kreatur und die drei versuchen nun Mowgli zu retten. Ja, darum geht es hier und hier in der zweiten Geschichte habe ich tatsächlich auch den Humor mehr durchblitzen sehen, deswegen hat mir die zweite Geschichte auch ein bisschen mehr gefallen und ich war irgendwie ein bisschen mehr drin in der Geschichte. Es ist natürlich ganz anders, weil anders als im Disney-Film, also da haben wir Ka ja ganz anders kennengelernt, nicht als Gefährten, wenn es hier auch nur so ein Zweckbündnis war vielleicht und er trotzdem jetzt nicht als Freund rüberkommt, dennoch wird er hier auf jeden Fall sehr positiv dargestellt und sehr mächtig und das hat mir gut gefallen. Was mir hier aber auch aufgefallen ist, was in heutigen Kinderbüchern nicht mehr möglich gewesen wäre, was ich echt krass fand, war, dass Mowgli von Baloo, seinem Lehrer, erstmal vertrümmt wird, weil er ihm nicht gehorcht hat. Also das war ziemlich am Anfang, dass sie ihn grün und blau geprügelt hat und Mowgli erstmal abgehauen ist, weil er keine Lust mehr auf Baloo hatte. Überraschung. Und dass Baloo überhaupt hier der strenge Lehrer ist, das passt halt auch nicht zum Baloo.
aus dem Film und dass Bagheera hier derjenige ist, der ihn immer so ein bisschen in Schutz nimmt und ihn so ein bisschen als seinen Lieblingsjungen so ein bisschen verhätschelt. Das passt halt, ist irgendwie völlig verkehrt herum. Das passt natürlich nicht so richtig zu den Bildern, die man hat. Ja, aber dass hier überhaupt so Kinder so verprügelt werden und auch ganz am Ende von der Geschichte, wo sie ihn denn gerettet haben und alle ganz froh sind und Baloo auch so ein bisschen Reue verspürt, weil er ja ihn nicht so richtig gut informiert hat über die Affen und da sind sie natürlich glücklich, dass sie ihn wieder haben und Mowgli ist natürlich auch, tut es leid, dass er abgehauen ist, aber es heißt dann natürlich, ja, Reue schützt vor Strafe nicht und dann wird er erstmal von Bagheera verprügelt, aber er haut ihn nicht ganz so doll. Ja, also das wäre in unseren heutigen Kinderbüchern nicht mehr möglich. Ja, ich sehe es jetzt nicht ganz so kritisch, weil also in heutigen Kinderbüchern würde ich es viel kritischer sehen. Ich habe es hier mit Erstaunen gelesen. Aber gut, ich weiß nicht so richtig, wie ich das bewerten soll in so einem Klassiker, der halt schon ein bisschen älter ist und wo das früher halt einfach so zur Erziehung gehörte. Aber richtig ist es natürlich auch nicht. Aber man muss es natürlich so ein bisschen unter diesen Gesichtspunkten bewerten, ne? Ja, aber ich bin froh, dass mich die zweite Geschichte jetzt hier ein bisschen mehr mitgerissen hat und freue mich jetzt auf weitere Geschichten. Besonders halt der Humor, der hier durchgeblitzt ist, hat mich dann ein bisschen mehr fesseln können und mal gucken, wann ich dann wieder dazu komme, die nächste Geschichte zu hören. Und es wird wahrscheinlich sich jetzt über mehrere Monate hinziehen, außer ich entscheide mich doch irgendwie, das Buch jetzt doch zu lesen und nicht zu hören, dann wird es vielleicht ein bisschen schneller gehen. Und als letztes möchte ich euch noch ein Buch zeigen, was ich noch nicht beendet habe im März, sondern mit in den April nehme. Und deswegen werde ich euch jetzt auch keine abschließende Meinung dazu erzählen. Es ist der erste Band von den Nebelgeborenen von Brandon Sanderson. Ja, ich habe es endlich angefangen. Das ist ja so ein Werk, wo ich immer wieder gedacht habe, ich muss es endlich lesen als High-Fantasy-Fan, vor allem als Fan von ganz tollen Magiesystemen. Und Brandon Sanderson wird ja immer als der Meister des Magiesystems hingestellt und deswegen musste es endlich gelesen werden. Das Buch ist ebenfalls von Phil mir ausgesucht worden. Wir haben ja ein gemeinsames Projekt gemacht, wo wir uns gegenseitig unsere Listen der ungelesenen Bücher zugeschickt haben und wir haben uns dann gegenseitig vier Bücher ausgesucht, die wir dann im März lesen können, beziehungsweise zwei davon durften wir uns dann aussuchen. Das erste, was er mir ausgesucht hatte, war die Mitternachtsbibliothek. Beziehungsweise das erste, was ich von seiner Liste ausgesucht habe. Also das hier war dabei. Dann natürlich dieses hier und zwei weitere. Das war einmal Infinitum von Christopher Paolini und Das sternenlose Meer von Erin Morgenstern. Ich habe mich dann aber hierfür entschieden, weil ich das einfach jetzt endlich beginnen wollte. War mir aber schon ziemlich klar, dass ich es nicht ganz schaffen werde im März. Aber zu den anderen beiden haben sich tatsächlich auch schon Leserunden gefunden. Also das sternenlose Meer werde ich jetzt dieses Wochenende beginnen, zusammen mit der lieben Franzi vom Kanal Tintenkrähe. Und Infinitum hat sich auch schon eine kleine Leserunde versammelt. Das wird dann irgendwie in Richtung Sommer gelesen oder Spätfrühling, wann auch immer. Aber ich habe mich jetzt eben hierfür entschieden. Es handelt sich hierbei um High Fantasy. In dieser Welt herrscht ein Tyrann über die Welt. Es ist eher eine triste Welt. Asche regnet vom Himmel. Man kann gar nicht mehr die Sterne sehen. Wenn die Sonne scheint, dann scheint sie blutrot. Es gibt keine grünen, keine bunten Gewächse mehr. Alles ist verdorrt. Und ja, es ist kein schönes Leben, besonders für die Ska. Die Ska sind ein Volk, die als Sklaven, ja, missbraucht werden und die kein wertvolles Leben haben. Sie sind nur zum Arbeiten und zum Unterjochtwerden da. Vin, die wir hier kennenlernen, als eine unserer Protagonisten, ist eine, die sich durch Diebesbanden von Ort zu Ort schlägt. Sie ist von ihrem Bruder aufgezogen worden, der sie aber gar nicht gut behandelt hat. Er hat ihr aber eingetrichtert, dass man niemanden trauen kann, dass man irgendwann von jedem verraten wird, dass sie vorsichtig sein soll, dass sie skeptisch sein soll. Und das wurde ihr so eingeimpft, ja, dass sie
keine Freunde und keine Vertrauten hat. Irgendwann wird sie selbst von ihrem Bruder verlassen und verraten. Und sie ist auf sich selbst gestellt in einer Diebesbande, die sie ausnutzt, denn sie hat eine besondere Gabe, die sie nicht so richtig versteht. Sie nennt es einfach ihr Glück. Sie kann auf besondere Weise Menschen beeinflussen. Und irgendwann trifft sie auf eine andere Diebesbande, bei der es ganz anders zugeht. Die scheinen sich zu vertrauen, die scheinen sich zu mögen und die scheinen sogar befreundet zu sein. Und der Anführer dieser Bande kann ebenfalls Magie weben auf ganz bestimmte Art und Weise und er erklärt ihr, dass sie das auch kann und lehrt ihr diese Magie. Es hat mit Metallen zu tun, die man schlucken muss und die man dann in sich verbrennen kann und in sich verwenden kann für verschiedene Art und Weise. Das möchte ich jetzt nicht hier alles erklären, weil das wirklich sehr komplex ist. Und ja, diese Diebesbande hat aber ein sehr hohes Ziel, denn sie wollen das Reich stürzen. Und wie sie das anstellen wollen und bewältigen wollen, diese bescheuerte Idee, die eigentlich gar nicht funktionieren kann, der oberste Herrscher gilt als unbesiegbar und das Reich mit so viel Militär und mit so viel magischen Begabten ausgestattet, dass man da als kleine Diebesbande nicht gegen an kann. Da sprechen sie aber drüber in einer besonderen Runde und der Anführer ist so charismatisch und scheint so von sich überzeugt und von sich und seiner verrückten Idee, dass sie irgendwann einfach drauf anspringen und es einfach versuchen mit den verschiedensten Möglichkeiten. Und ja, wie sie das hier machen, das wird hier geschildert und wie Vin hier ihre Rolle bekommt in dieser Diebesbande, in dieser Aktion, in dieser Aufwiegelaktion, das liest man dann hier nach. Ja, und wie es mir gefällt und nachher abschließend, das werde ich dann im nächsten Lesemonat euch sagen, beziehungsweise in einer eigenen Rezension. Das werdet ihr dann ja sehen. Und ja, ich habe jetzt noch etwas mehr als 200 Seiten und hoffe, dass ich da jetzt demnächst schnell durchkomme. Und ja, dann kann ich euch endlich sagen, wie mir dieses sehr, sehr bekannte Werk der High Fantasy gefällt. Auf jeden Fall bin ich schon mal sehr begeistert vom Magiesystem. Das kann ich euch sagen. So, das war es jetzt aber auch von meinem Lesemonat März 2021. Dafür, dass ich gar nicht so viel gelesen und gehört habe, habe ich natürlich sehr viel gesprochen. Aber wie gesagt, da waren wirklich viele Bücher dabei, die wirklich viel Redebedarf bei mir hervorgeholt haben. Und das wollte ich auf jeden Fall nicht euch vorenthalten, meine Meinung dazu. Besonders wenn ich keine einzelnen Rezensionen dazu gemacht habe. Dafür ist der Lesemonat ja auch da. Beziehungsweise dafür ist mein Kanal da, dass ich ja meine Meinung zu den Büchern äußern kann und mit euch teilen kann. Und ich hoffe, dass ihr euch wie immer so rege in den Kommentaren bewegt und euch ja nicht scheut, eure eigene Meinung in den Kommentaren dazulassen, was ihr gelesen habt, beziehungsweise was ihr zu den Büchern zu sagen habt. Ich freue mich von euch zu lesen und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.